Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik, zu wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ich begrüße mit mir an den Mikrofonen Martina und Oliver. Hallihallo. Hallo. Hallo Leute. Und zur Vollständigkeit, heute ist der 28.08.2022. Leute. Ende Juli gab es eine Reihe von Artikeln in den katholischen Medien. Ja, zum Beispiel, was ich ja immer so schaue, ne? Kölner Domradio, die katholische Nachrichtenagentur, ein paar katholisch.de und so. Und es geht darum, dass die Kirche, oder ganz konkret das Bistum Limburg, hart neu nachdenkt über die Bewertung von Homosexualität. Aktuell? Ja, da ist nämlich der Bischof von Limburg, das ist ja Georg Betzing, der ist auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, in Klammern DBK. Und man kann also davon ausgehen, dass in Limburg so eine Art Pilotprojekt gestartet wird, das man dann in den anderen Bistümern übernehmen kann. Könnte. Könnte, wenn man wollte. Ne? Warte, und das ist eine Initiative von dem Betzing? Das ist eine gute Frage. Es kommt jedenfalls aus dem Bistum Limburg und es wird nicht ohne sein Platzett passieren. Mhm. Und ja, das Bistum Limburg ist eins der progressiven Bistümer in Deutschland. Das heißt, so eine in Anführungsstrichen Neubewertung könnte einen echten Fortschritt bringen. Ja, vielleicht für die Leute, die unter einem Stein gelebt haben in den letzten 100 Jahren. Bislang sagt die Kirche, Homosexualität ist eine Störung, eine objektive Unordnung, eine minderwertige Form der Sexualität. Das macht Homosexuelle zu minderwertigen Menschen, die diskriminiert werden müssen und gegen die die Kirche seit Jahrzehnten agitiert. So. Und exemplarisch für all die Artikel, die das beschreiben, diese Neuordnung, Neubewertung, ja, lese ich jetzt einen Artikel aus dem Domradio vom 22.07. vor. Das Bistum Limburg bewertet Thema Homosexualität neu, aus der Tabuzone holen. Und den lese ich jetzt komplett vor, der ist nicht sehr lang und dann besprechen wir den mal. Ja, okay. Bistum Limburg bewertet Thema Homosexualität neu, aus der Tabuzone holen. Das Bistum Limburg befindet sich nach Angaben von Bistumsverantwortlichen in einem Prozess der grundlegenden Neubewertung von Homosexualität. Dabei sei die Diözese gewaltig vorangeschritten, weiter als ich je gedacht habe. Das sagt Kaspar Söhling, der bischöfliche Beauftragte für die Umsetzung von Anti-Missbrauchsmaßnahmen im Bistum. Er verwies auf ein neues sexualpädagogisches Konzept im Bistum Limburg, das zu einer ganz anderen Einstellung gegenüber dem Thema Homosexualität kommt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das Konzept sei von Gremien des Bistums an Bischof Georg Betzing zur Empfehlung gegeben worden. Betzing ist auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Und jetzt geht's weiter. Das Konzept formuliere die These, dass das Thema Homosexualität lange Zeit in der Kirche tabuisiert worden sei. Diese Tabuisierung habe dazu geführt, dass manche Priester sich mit ihrer eigenen Sexualität nicht auseinandergesetzt und sich in den Zölibat geflüchtet hätten. Doch das sei auf Dauer nicht möglich. Über Verdrängungsmechanismen sei letztlich Pädophilie von Klerikern an Jungen befördert worden. Es sei auffallend, dass der sexuelle Missbrauch an Jungen im kirchlichen Bereich wesentlich häufiger vorkomme als in der allgemeinen Bevölkerung, wo Missbrauch öfter gegenüber Mädchen geschehe, sagte Söhling. In den 46 aktenkundigen Fällen von Missbrauch durch Kleriker im Bistum Limburg seien 2/3 der betroffenen Jungs. In 2020 vorgestellten Limburger Missbrauchsgutachten wie auch bei der bundesweiten MHG-Studie von 2018 war die klassische katholische Sexualmoral als ein Risikofaktor für sexualisierte Gewalt durch Kleriker genannt worden. Söhling sagte weiter, das Bistum versuche mit seiner jetzigen Positionierung die beschriebenen Mechanismen aufzubrechen. Hier sei auch Rom gefordert, da die Zugänge zum Priesteramt weltkirchlich geregelt seien. Bislang war das Bekenntnis zur Homosexualität ein Weihehindernis, sagte Söhling. Diejenigen, die sich in irgendeiner Form geoutet haben, die sind ein hohes Risiko eingegangen, nicht geweiht zu werden. Und dann, als Ende, es gebe momentan eine relativ starke Bewegung, die versuche, das zu verändern. Er verwies dabei auf den Reformdialog Synodaler Weg. Also interessant fand ich die These, wie die herleiten. Also homosexuelle Priester flüchten sich ins Zölibat und werden dadurch pädophil.
Mhm. Ja, habe ich auch so verstanden. Aber weil sie sich nicht dazu bekennen können, ne? Also wenn sie sich dazu bekennen könnten, weil ausleben können sie es ja nicht. Das können ja auch die Heteros nicht. Oder? Also die können sich nicht dazu bekennen, also flüchten sie sich ins Zölibat und in den Priesterstand und dann werden sie pädophil. Aber heterosexuelle Priester müssen doch auch ins Zölibat. Ja, ja, deswegen ist das ja, aber die müssen jetzt nicht fliehen. Das ist totaler Humbug. Also für heterosexuelle Priester ist das einfach, ein Zölibat auszuhalten und für homosexuelle Korrekt. Priester ist das so schwierig, ein Zölibat auszuhalten, dass sie sich an Kindern vergreifen müssen. An Jungs. An kleinen Jungs. Das ist die These. Ich habe das so gelesen, wie du das gelesen hast. So habe ich das auch verstanden. Und bei der Neubewertung dachte man ja zunächst, also dachte ich zunächst, damit ist vermutlich gemeint, dass die vielleicht heiraten dürfen, die Homosexuellen oder so. Hätte ja auch in diese Richtung gehen können. Ich weiß gar nicht, da kommt doch gar keine Neubewertung vor. Die sagen immer, ja, und die Neubewertung, aber was ist denn jetzt die Neubewertung? Nee, das stimmt. Es geht auch nicht um die Neubewertung von Homosexualität bei Leuten, sondern um Homosexualität bei Priestern. Und was die machen, ist den Lesern die Homosexualität ganz clever als Ursache von Massenmissbrauch. Ja, genau. Ja. Für die Pädophilie. Ja, ja. Das ist das, was sie Aber machen. Das ist das, was sie ja vorher auch schon gesagt haben, ne? Dass es daran liegt, dass irgendwie ja, Leute homosexuell sind. Wenn sie denn überhaupt mal zugegeben haben, dass es überhaupt ja. ein Problem gibt. So, und irgendwie steht dahinter die Vorstellung, ich habe versucht, das irgendwie maximal zu deren Gunsten auszulegen und versucht, wie denn da wohl die Logik ist bei der Sache. Und irgendwie muss da dahinter die Vorstellung stehen, dass schwule Priester, die irgendwie keine Männer für Sex finden können, sich dann an Kindern vergehen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Weil sie ja keine Männer finden können. Aber heterosexuelle Priester, die können Zölibat leben, ohne sich an Kindern zu vergehen. Ja, weil es ja nur Jungs sind. Die würden sich dann ja Mädchen suchen. Das ist ja die Theorie hier. Die sagen ja, es sind hauptsächlich Jungs, also müssen sie schwul sein. Ah. Also, das würde ich auch erstmal nicht so akzeptieren, nur weil die das da schreiben. Ne? Nee, ist klar. Nein, wir versuchen jetzt gerade erstmal nachzuvollziehen, was die sich da zusammenreimen. Was ne? da überhaupt steht, ne? Ist das denn die Argumentation jetzt von dem Domradio oder von dem Bistum? Also, wie hast du das gelesen? Ich habe das gelesen, dass das die Argumentation von dem Bistum ist, insbesondere von dem bischöflichen Beauftragten für die Umsetzung von Antimissbrauchsmaßnahmen, Kaspar Söhling. Ah, okay, das wurde ja auch zitiert, dass das in diesen Studien rauskommt, ne? Als eine Verbesserungsmaßnahme oder ein Grund dafür, dass das passiert ist. Mhm. Ich dachte auch erst, oh, das ist ja eine interessante Überschrift. Hey! Ja. Aber die Neubewertung ist, also wie gesagt, geht nicht um homosexuelle Leute, sondern homosexuelle Priester. Und die Neubewertung ist von, das ist Sünde und minderwertig, zu, das ist die Ursache von Massenmissbrauch. Ja, das ist unglaublich. Ja, und da stellt man sich natürlich die Frage, wird das Leuten irgendwie helfen, die von Diskriminierung und Hass betroffen sind? Eher nicht. Eher nicht so, ne? Und das wird auch das Problem in der katholischen Kirche da nicht lösen. Ich finde diese sogenannte Neubewertung durch das progressive Bistum, also das sind schon die Netten, von ist minderwertig zu ist Grund für Missbrauch, ist bösartig und verlogen. Und was ist das mit dem Tabu? Lies nochmal den Satz vor, wo steht, dass das... Die Tabuisierung, also dass man gar nicht drüber sprechen kann. Dann wäre ja die Lösung... Der Priester sagt das, dass er homosexuell ist. Dann haben alle, je nachdem, Mitleid mit ihm oder was. Im Moment darf er das halt gar nicht sagen. Und dann dürfte er es aber sagen. Und dann würde man wahrscheinlich, weiß ich nicht, was sie damit machen. Ja, ist das auch nicht. Nee, das müssen die sich wahrscheinlich auch noch erst überlegen. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Nee, das macht echt gar keinen Sinn. Diese Tabuisierung habe dazu geführt, dass manche Priester sich mit ihrer eigenen Sexualität nicht auseinandergesetzt und sich in den Zölibat geflüchtet hatten. Genau. Das geht dann nicht. Genau, und das ist doch totaler Quatsch. Weil wenn, sagen wir mal, die Tabuisierung hätte es nicht gegeben, dann hätten die sich auch nicht in den Zölibat geflüchtet. Fragezeichen, das ist ja Quatsch. Die müssen sich doch ins Zölibat geben. Ja, und geben. Wie kommt aus... Ich flüchte mich ins Zölibat, so ich missbrauche vergewaltige Kinder. Also. Ja, das ist ja nochmal die Unverschämtheit, die noch dahinter kommt. Aber auch. Aber der erste Schluss macht schon keinen Sinn, weil dann würden ja heterosexuelle Priester sich nicht ins Zölibat flüchten. Nee, aber ich glaube, was man da noch nachvollziehen kann, ist, wenn die insgesamt mit ihrer Homosexualität ein Problem haben. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Oliver, du hast das ja des Öfteren gesagt. Homosexualität war in der Gesellschaft lange Zeit auch nicht akzeptiert. Also sind Homosexuelle oft dann Kleriker geworden, weil sie sonst keine Chance hatten. So. Ja, und also sind sie dahin. Es gab also, gibt also schon eine Sogwirkung, dass da Homosexuelle sind, die aber das nicht sagen dürfen. Also weil es eben ein Tabu ist. Also flüchten die sich ins Zölibat, während jetzt jemand, der eigentlich auch, da gibt es ja auch Gründe, warum die dann da hingegangen sind, weil sie nicht geerbt haben, ne? Das hast du ja auch schon öfter mal gesagt, nur der erste Sohn erbte was und die anderen mussten weg, weil damit das nicht zu viel geteilt wird, das Erbe. Mhm. Also auch die flüchten aus irgendwelchen Gründen dahin, aber die hätten jetzt auch die Wahl gehabt, eine Familie zu gründen, meistens. Mhm. Sex mit Frauen zu haben und so, während es den anderen halt nicht möglich ist. Deswegen verstehe ich das mit der Flucht jetzt so. Ne? Also für die ist das irgendwie so ein, hat das noch, ist das schon noch mal was anderes. Mhm. So. Aber das führt halt eben nicht zu Pädophilie. Also das ist ja Quatsch. Mal abgesehen davon, dass es ja ganz viele Gründe gibt, da müssen wir jetzt ja vielleicht nicht mehr drüber sprechen, warum dieser Missbrauch speziell an Jungs dann auch passiert. Auch einfach, weil die verfügbar sind. Es gibt ja auch gar nicht diese Unterscheidung unbedingt bei Kindern, wie das Geschlecht ist und so. Da gibt's ja, gäbe es ja viel drüber zu reden, ob das überhaupt eine Aussagekraft hat, dass es jetzt Jungs sind. Ja, Messdiener halt, ne? Ja, die sind verfügbar, die sind halt da. Es gibt wahrscheinlich schon auch einen Sog von Leuten, die pädophil sind, die sich ins Zölibat flüchten. So. Ja, ja, sicher. Ja. Das ist ja nur noch für Leute interessant, die mit ihrer Sexualität nicht klarkommen. Ja. Und er hat recht, durch Diskriminierung oder Unterdrückung passiert halt sowas. Und ja, viele von denen sind halt pädophil. Und sich dahin in die Kirche zu flüchten, hilft keinem. Ne? Also dann geht man nicht in Therapie und so weiter und so fort. Du hast recht, brauchen wir nicht alles zu besprechen. Aber darum geht es ja jetzt ja auch in diesem Artikel nicht. Ja? Sondern ja, es ist so ein bisschen... Also wenn das die das progressive Entgegenkommen sein soll, dann weiß ich auch nicht, was die Kirche sich da überlegt. Hm. Achso, hier, guckt euch das mal an. Das ist das die Illustration für diesen Artikel. Aha, zwei mit Regenbogenarmbändern geschmückte Hände greifen ineinander. Unterschrift des Bildes: homosexuelles Paar mit Armbändern in Regenbogenfarben. Ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Das Bild ist ja eher tatsächlich eher in diese Richtung, ihr dürft jetzt hier auch in der Kirche heiraten. Oder so. Ja, krass, der Artikel gibt sich den Anschein, als ob er ein Stückchen weit Akzeptanz für Homosexualität in der Kirche fördern will. Aber in Wahrheit wird denen einfach nur unterstellt, dass sie alle Homosexuellen Pädophile werden. Es ist wahnsinnig. Das ist echt wahnsinnig ärgerlich. Es ist total unverschämt. Mhm. Also das ist so wirklich bösartig, ne? Das ist also schon wirklich sehr katholisch. Ja. Wahrscheinlich meinen die das sogar gut. Aber die sind so pervers im Denken. Ja, das kann gut sein. Ja, weil sonst schreibst du doch sowas nicht. Du kannst doch sowas nicht schreiben. Jeder, der das liest, der merkt das doch, dass die schreiben, Homosexuelle sind pädophil. Ich glaube, die merken das nicht. Die lesen nur die Überschrift und denken, ach guck, unsere Kirche bewegt sich doch. Und wenn einer sagt, die katholische Kirche ist so alt und verschroben, sagen die, nee, ich habe jetzt aber gelesen, da tut sich was. Ja, das kann sein. Das kann gut sein. Und das war jetzt auch nicht der einzige Artikel dazu. Ne? Es gab dann ein halbes Dutzend Artikel zu, die alle sehr ähnlich waren. Die haben die fast identischen Zitate geschrieben. Und niemand hat sich was gedacht dabei. Mhm. Unglaublich. Krass. Fand ich. Aus der Tabuzone holen. Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns auch weiterempfehlt und gute Bewertungen auf Spotify, iTunes, Apple, Google oder wo immer ihr uns zuhört gebt. Auf YouTube könnt ihr Kommentare loswerden, auf unserer Webseite auch. Und wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, Leute. Bye.